Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren herrlichen Folge Stars and mit meinem Freund Wilson. Sag mal hallo, Wilson. Er spricht nicht so gerne. So gut, Leute, was werden wir heute machen? Folgendes habe ich mir überlegt. Wir werden heute einen kleinen Ausritt machen mit Wilson zusammen. Ich habe auch jetzt nochmal ein bisschen was vorbereitet an sich schon, nochmal ein bisschen was hier abgefarmt und so weiter und so fort. Zwei Sachen würde ich gerne noch erledigen. Oh, das droppt hier einfach raus. Hier, Lehmziegel und so weiter habe ich hier auch reingeschmissen. Es ist interessant zu wissen, dass wenn es überfüllt ist, schmeißt es das einfach raus. Aber es ist okay. Dann habe ich da jetzt auch wieder gelernt. So, das machen wir mal hier rein. Keine Ahnung, für was ich das letztendlich noch brauche. Stoff, also Rüstung können wir leider noch keine weitere machen. Was ich jetzt allerdings ausprobieren wollte, ist mal dieses Gebräu herzustellen. Das werden wir jetzt mal tun, denn ich habe ja noch ein paar Kokosnüsse und Giftsäcke. Und ja, schauen wir mal, wie das dann so schmeckt, ne? Also wir stellen jetzt einfach mal ein paar her, ich habe keine Ahnung. Also können wir jetzt schon alle Giftsäcke verbrauchen? Oder? 3, 4, sind es dann 4. Komm, wir verbrauchen gleich mal alle Giftsäcke. Das Gegengift bräuchte man dann theoretisch auch Giftsack, aber bisher wurde ich ja Gott sei Dank von keinem Skorpion gestochen. So, das heißt, ich habe jetzt mal ein Gebräu dabei. Für Wilson habe ich jetzt nochmal ein paar Bananen geholt. Da war jetzt nochmal ein Strang nachgewachsen, damit der gute Junge auch was zu fressen hat. Ansonsten hätte ich jetzt nochmal gesagt, würde ich gerne einmal noch diesen Geschützturm bauen und mitnehmen. Kostet mich wieder ein bisschen was, aber ich will den mal ausprobieren. Den sieht man nämlich dann von Weitem halt schon auf der Karte an sich, ist logisch. Und ja, man sieht das Symbol auf der Karte. Schauen wir mal. Haben wir halt an sich leider nur noch 5 Slots frei, ne? Aber ich habe jetzt auch nochmal ein paar Pfeile gemacht. Spitzhacke, weiß ich nicht, ob jetzt noch ein neuer Rohstoff dazukommt, nehme ich aber trotzdem mal mit. Die Datteln könnte ich vielleicht sogar hier lassen. Ne, ich nehme die Datteln auch mit. Wir gehen halt wieder mit ein bisschen weniger Platz los. Ich weiß ja nicht, so viele neue Sachen werden wir vielleicht auch gar nicht looten. Auf jeden Fall habe ich jetzt mich hier nochmal ein bisschen erkundigt hier so. Oder mir was erdacht. Und zwar habe ich ja hier diesen Pfeil hingestellt, ne? Und dieser Pfeil, wenn ich jetzt hier so davor stehe, zeigt er nach links. So, wenn ich jetzt die Karte aufmache, das habe ich auch schon geprüft, indem ich den Pfeil auch mal andersrum gebaut habe, zeigt er jetzt in diese Richtung, woher wir gekommen sind. Daran können wir uns jetzt so ein bisschen orientieren. Das heißt, wenn ich jetzt hier einschlagen würde und immer geradeaus, kommen wir wieder zurück. Und ich dachte mir, ja, warum eigentlich zurücklaufen, ne? Wir haben hier so wenig bisher schon irgendwie gesehen. Wir werden dann im Grunde jetzt einfach wirklich jetzt mal Richtung Norden laufen. Also einfach in diese Richtung. Und das ja nicht allein, sondern mit Wilson. Und ich glaube, es ist soweit jetzt erstmal alles vorbereitet. Ich habe jetzt Essen, ich habe hier nochmal so einen zweiten Trinksack gemacht, wo er ein bisschen mehr reinpasst. Den werden wir jetzt auch nochmal schnell wirklich komplett auffüllen. Dass wir auch genug haben. Bogen habe ich nochmal ausgetauscht. Also wir haben jetzt einen neuen Bogen dabei. Und damit hätte ich eigentlich gesagt, sind wir ready für die Reise, ne? Bisschen Proviant. Ich meine, wir werden ja auf dem Weg auch was finden und so. Hier nehmen wir noch eine Ananas mit. Kann ja nicht schaden, ne? Falls Wilson mal keinen Bock auf Bananen hat. Echt, dass jetzt nochmal die Nachbarn kommen müssen, ey. Muss das sein? Wollt ihr jetzt eigentlich losmarschieren? Ach, Fackel wollte ich eigentlich auch noch bauen. Oh, kommen die Viecher irgendwo? Kann ich mal kurz ins Menü? Habe ich das Zeug für eine Fackel dabei? Baumstammtauwerk habe ich. Und Wedel habe ich. Ja, okay. Fackel können wir uns dann bauen, wenn wir es brauchen.
Wie schaut's aus? Ach, ich mache jetzt, glaube ich, einfach los. Warte mal, ist das nachgebaut? Okay, dann bleiben wir doch nochmal hier. Denn vielleicht kann ich noch ein zweites Rüstungsteil jetzt dann bauen. Wäre ganz cool. Hier, glaube ich, war auch noch so ein Strauch, ne? Marihuana-Strauch. Und ich glaube, hier drüben hatte ich dann noch einen. Das sind dann insgesamt 9 Stoff plus 8 Stoff, was ich noch habe. Das sind 17 Stoff geteilt durch 4 und 4. Ja, genau, da könnte ich mir genau noch ein Teil dann bauen. Ja, hier haben wir auch noch mal so was. Wächst ja relativ schnell zu, wieder nach, also ist eigentlich ganz cool. Ja, dann werde ich wahrscheinlich doch erst nächsten Tag losmachen. Das Gekämpfe werde ich für euch rausschneiden. Kann ich kurz ans Marihuana ran? 5 Stück. 6 Stück. Och Leute. Ich dachte so mit dem Patch, yo, haben sie es ein bisschen gedrosselt. Aber irgendwie... Ah, lalalala. Tja, ihr könnt nicht ans Wasser. Du Shell Nord Pass. Kann ich kurz? Auch kurz Stoff? Dankeschön. So, also ich kümmere mich dann später um die. Wie gesagt, das werde ich für euch rausschneiden. Die sind nicht so interessant. Warte mal. Da ist ja noch ein Busch. Interessant. Gib mir, gib mir, gib mir. Tschüss, tschüss, habe ich gesagt. Okay, schauen wir mal, wie viel wir dann jetzt an Stoff zusammenkriegen. Und was wir halt jetzt auch mal testen können, ist jetzt mit den Tieren, mit den Aliens, die halt hinter mir in meine Rücken sind, greifen die meine Hütte an, oder nicht, wenn ich drin stehe. In jeder Folge lernt man irgendwas dazu. Ja. So, Wilson, wir machen bald los, es gibt eine kleine Verzögerung. Ich hab da was im Nacken. Ach, da habe ich vergessen, Stein abzubauen. Wo war das jetzt? Hier, da habe ich jetzt 23 Stück. Dann kräften wir jetzt daraus komplett Stoff. Hebstuhl erforderlich. Wo ich näher ran war. So, das sind 5. Ja, okay, das sind auch nur 5. Ah, egal. Ist besser als gar nichts. Okay, wenn ich... Ah ja, richtig, da war ja was. Wenn ich zu Hause bin, haben sie keinen Bock auf mich, ne? Ey, gut, dass ich nicht losgerannt bin. Wilson, alles in Ordnung da draußen? Kommst du klar? Oh ja, er chillt hier. Denkt sich so, oh, schön. Rückenmassage. Okay, dann mache ich jetzt hier einmal das lang am Shirt. Wilson? So, dann tauschen wir einmal hier T-Shirt gegen das Langarm-Shirt. Sehr geil. Ach, raus damit. Braucht kein Mensch. Die alten Sachen da, ne? Einmal schnell speichern. Weiß gar nicht, hatte ich hier eigentlich noch Fleisch mit drin oder so? Okay, Timing ist perfekt. Gut, Leute, würde ich jetzt sagen, bei euch gibt es einen kleinen Cut. Ich werde mich jetzt um diese Plage kümmern. Bro, 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 boah, das dauert immer so ewig.
Unfassbar. Unfassbar. Schaut mal, Sonne geht schon wieder unter. Ich habe jetzt richtig lang gekämpft. Das waren jetzt 6 oder 7 Stück oder so. Hab aber an sich schönartig meine Pfeile wieder eingesammelt. Von dem her, glaube ich, geht das jetzt noch. Ja? Also ich habe jetzt noch 38 Pfeile. Ich glaube, ich hatte vorher 42. Okay, alles klar, gut. Also man kann mittlerweile echt damit rechnen, wenn die Aliens kommen, kannst du den ganzen Tag damit vertrödeln, hier gegen die zu kämpfen. Also wenn du es auf die Art machst, wie ich es mache. Vielleicht habt ihr auch schon eine bessere Taktik rausgefunden. Schnellere. Vielleicht auch ein bisschen Glitch-Using, ich weiß es nicht. So, was ich jetzt noch brauche, ist aber tatsächlich, vorher habe ich noch einen Dromedar hier rumlaufen sehen. Apropos Dromedar, was macht, wo ist eigentlich Wilson? Wilson! Wilson, bist du noch da? Wilson? Ich hoffe, er ist noch da. Ich hätte hier gerne einen Steg, muss ich mal gestehen, ne? Also hier rüber zu schwimmen dauert schon immer seine Zeit. Wilson? Wo ist Wilson? Bananen, oder? Wilson, Futter! Essenszeit! Okay, wo ist Wilson? Wilson? Hier unten steht jetzt auch nichts irgendwie von wegen, dass der Hunger hätte. Nicht, dass der jetzt, ich das nicht gesehen habe während dem Kampf. Der sich jetzt gedacht hat, yo, ohne mich, Kumpel. Wenn ich hier bei dir kein Lotterleben führen kann, dann hau ich halt ab. Frosch? Ah, hier. Braucht natürlich auch nochmal ein bisschen Fleisch an sich, ne? Aber jetzt das Allerwichtigste, also das Allerwichtigste wäre jetzt erstmal wieder, Alter, was ist denn? Noch einer. Wilson zu finden. Du bist ein Frosch, du könntest theoretisch ins Wasser springen, aber anscheinend bist du ein Landfrosch. Wilson! Ich glaube, Wilson ist weg. Nur wegen diesen blöden Aliens. Das ist noch ein Frosch. Hallo. Oh, wieder mal 5 Fleisch, das ist okay. Ja, wenn es blöd läuft, muss ich jetzt mir einen neuen Wilson holen. Geht's nochmal pennen? Aber hier ist Wilson nicht mehr. Wilson ist weg. Verdammt, Wilson. Dich doch schon so ins Herz geschlossen. Gut, das kann ich jetzt nochmal ein bisschen durchbraten. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt pennen. Und dann hoffen wir mal, dass morgen ein neuer Wilson da steht, ha? Huh? Ah, das ist super ärgerlich. Das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. So, jetzt habe ich natürlich keinen Platz für Stoff. Dinger sind auch schon wieder alle brechend voll, ne? Was jetzt erstmal hier rein? Ja, nein, nein. Nein, nein. So. Ja, genau. So hatten wir es vorher auch. Perfekt. Dann gehen wir jetzt erstmal pennen und gucken wir mal.
Du schläfst die Nacht über einen beruhigenden, traumlosen Schlaf. Dein bester Freund ist weggelaufen und du bist wieder ganz allein. Allein. Wilson. So, schauen wir mal, wo der gute Herr steckt. So, Wilsons Suchtrupp ist bereit. Aber ich glaube tatsächlich, dass der halt jetzt, dass ich es nicht gesehen habe, während ich gegen die Tiere gekämpft habe. Und ja, der eine Biege gemacht hat, ne? Oh, das ist so ärgerlich. Ich wollte doch eigentlich jetzt losstarten, Mann. So, gut, dann gucken wir mal, dass wir einen neuen Wilson rankriegen, ha? Ah, warte mal, da hinten steht was. Wilson? Wilson? Bist du das? Wilson! Oh Gott! Wilson, rette mich! Alter. Ah ne, das ist ein neuer Wilson. Ja, okay, aber immerhin gleich ein neuer. So, lasset mich, Moskitos, lasset mich. Ja, okay, dann würde ich jetzt sagen, der braucht jetzt eh wieder ein bisschen, bis er das nächste Mal Futter will. Dann hole ich jetzt nochmal das Fleisch aus dem Lagerfeuer. Wie oft musste ich den jetzt füttern? Zweimal, oder? Haben wir noch Bananen? Schon was nachgewachsen? Nee. Okay, zwei brauche ich dann. Dann habe ich noch 9 dabei. Ja, das passt. Das ist alles cool. Hier war ja nichts mehr drin, ne? Nee. Ja, das habe ich alles. So, Fleisch ist fertig. Das Holz nehmen wir wieder raus. Muss jetzt nicht unnötig durchbrennen wegen der Kohle. Sehe ich nicht ein. So, 6-mal Hanf bringt mir nichts. Weil ich habe nur ein Tuch, richtig. Brauchen wir dann 4 theoretisch fürs nächste Kleidungsstück. Macht keinen Sinn. Okay. Bisschen Stein mitnehmen? Hatte ich da nicht noch irgendwo Stein? Lass mich. Das ist der Skorpion. So, Wilson. 2.0. Hoffentlich hältst du länger durch hier. Ganz schön undankbar. Nur weil ich keine Bananen mehr hatte. Oder weil ich ihn nicht gefüttert habe. So, let's go. So, Pfeil hat in die Richtung gezeigt. Warte mal. Ne, warte mal, die Richtung muss ich jetzt, ne? Dann gehen wir jetzt dann gleich mal los hier. Hm? Oh, du kannst nicht über Wasser? So gar nicht? Hast doch lange Stetzen, kannst du machen hier. Stell dich mal nicht so an, Wilson. So. Da hinten ist nochmal so ein Dromedar. Vielleicht nehmen wir da das Fleisch noch, by the way, mit. So, das ist voll, das ist voll, das passt. Okay, let's go. Hey, ho. Let's go. Wäre witzig, wenn es Wilson original wäre. Ist aber nicht. I need your Fleisch. Your Fleisch is so nice. Mono. Ja, okay. Einen darfst du mir geben. Dir sei verziehen, Amigo. Bist für einen guten Zweck gestorben. Zum Erhalt von mir und Wilson. So, ja, Leder,
Brauche ich jetzt nicht unbedingt, sag ich mal. Fleisch nehmen wir nochmal mit, so notproviantmäßig. Notfalls können wir es auch einfach wegschmeißen, wenn wir dann einen Slot brauchen oder so. Okay. Kurz überlegen. Wo ist mein Pfeil? Hey, haben die mir den Marker zerstört? Hey, die haben mir jetzt nicht den Marker zerstört, oder? Ich muss hier wieder herfinden, Leute. Mein Marker ist weg. Wilson, was soll das? Ja, mach's dir erstmal bequem. Ich mach einen neuen Marker. Mann, Mann, Mann. Da machst du was mit in dem Spiel hier. Dinge verschwinden. Freunde, Marker. Alles verschwindet. So, gehen wir mal da rein. Speer brauche ich jetzt an sich nicht. War jetzt nach rechts, gell? Der Marker. So, rechts. So. Ich stelle das jetzt mal lieber hier so irgendwie hin. Ich glaube, ich toppe ein bisschen mehr. Kisten kann ich ja dann auch wieder wegmachen. So, jetzt. Okay, jetzt habe ich sogar noch besser gesetzt als davor. Sehr schön. Holzen. Komm. Mal nochmal schnell überprüfen hier. Der zeigt nach links, wenn ich hier stehe. Ihr wisst ja, ich bin ja Orientierungspfeife. Ah, das heißt immer geradeaus. Okay. Kriege ich eigentlich durch den Fahrtwind hier ein bisschen Abkühlung? Oder läuft noch mehr Fleisch? Mann. Will mich jetzt aber nicht abhalten lassen. Nee, kriege ich keinen Fahrtwind. So, okay. Wir haben ja eh hier irgendwas gesehen gehabt, ne? Wir sind jetzt auch schneller unterwegs. Also selbst wenn ich an Hitze leide und dadurch mein Leben ein bisschen sinkt, kommen wir ja jetzt schneller irgendwo an. So, da hinten habe ich was gesehen. Müsste ja dann Neuland sein, oder? Ich muss mich eigentlich nur so ein bisschen rechts orientieren. Apropos, da hinten ist auch was. Also hier wäre jetzt direkt straight Norden. Seht ihr da oben? Nun, meine Damen und Herren, genießen wir die Stille der Wüste. Oh, das ist viel angenehmer, ey. Ah, das kommt mir sogar noch bekannt vor, glaube ich. Hier war ich dann schon. Ruine, Oase, beides zeitgleich. Sind das die, wo ich schon war? Nicht so schnell? Weil es letztens bin ich auch einen harten Umweg irgendwie gelaufen oder so. Aber das dürfte eigentlich unsere Ruine sein und die Oase da, wo wir schon waren. Ja, definitiv. Da hinten geht es dann wieder heimwärts. Aber das heißt, ich müsste ja eigentlich... Okay, die Oase hatte ich noch gar nicht eingezeichnet, aber in die Richtung dann mal weiter, ne? Wenn dem jetzt so ist. Und dann können wir auch nochmal einen Zwischenstopp in der Oase machen und dann irgendwie weiter in die Richtung laufen oder so. Aber ja, da waren wir schon. Das kennen wir schon. Gucken nochmal nach. Safetyness halber. Ja, ja, das sieht mal das sehr bekannt aus hier. Sehr bekannt. Low Scorpion. Scorpions, Entschuldigung. Nehmen wir einfach mal mit. Ob wir es dann brauchen, ist wieder die andere Sache.
Ist das noch das Zeug vom letzten Mal, ne? Und hier war das Artefakt, ja. Na gut. Dann hätte ich gesagt, einmal noch zur Oase. Brauchst du was zu essen? Nö. Aber das geht super schnell jetzt mit Wilson. Geil. Beste Feature in dem Spiel. Oh, das sieht noch Regen aus, wa? Eigentlich hätte ich mir noch ein paar mehr Marker bauen müssen, ha? Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch. An jeder Quelle, wo wir ankommen. Was ist das? So eine Ziege. Hello, Wilsonborg. What's up, man? So, machen wir einen kleinen Zwischenstopp hier. Ah, schön. Schön. Stoff wäre tatsächlich sehr wichtig. Aber wir haben hier, glaube ich, auch noch eine Kiste gehabt, ne? Hanf kann weg. Wo ist er? Die machen voll die witzigen Geräusche, die Tiere. Ist das echt das Geräusch von den Wüstenböcken? Mega. Ja, also hier würde ich tatsächlich den Stoff noch mitnehmen. Früchte können wir hier auch alle auffressen. So. Dann noch Dattelpalmen oder sowas. Nehmen wir nur die Datteln dann mit. Ich meine, wir können es ja hier eigentlich auch zwischenlagern, die Sachen, ne? Weil ich ja dann sowieso weiter Richtung Norden gehe und wenn wir dann irgendwann zurückkommen, dann komme ich ja hier dann wieder vorbei. Ein bisschen was lagern. So, die können wir auffressen. Ja, noch ein paar Dabbeln. Kann man jetzt seit neuestem nicht mehr auf Palmen klettern? Komisch. Doch, doch, wird schon noch gehen. Gut, Kokosnüsse lasse ich jetzt mal bleiben. Datteln hätte ich halt noch gern mitgenommen. Stoff habe ich. Während ich das Ganze jetzt gemacht habe, hätte ich eigentlich auch mal locker das Fleisch durchgaren können, ne? Gut, Fleisch läuft, Kiste. Was habe ich denn hier eigentlich noch gelagert? Erz und so. Ah, mega gut. Richtig viel Hanf. Leder braucht man sich jetzt nicht. Aber soll ich es gleich mitnehmen? Nee, das macht keinen Sinn, ne? Kühl dich mal ab, Junge. Füße ins Wasser, lass baumeln. Good life. Den Speer können wir wieder rein. Noch irgendwas zum Zwischenlagern? Eigentlich nicht, ne? Aber was wir jetzt noch machen, ist auf jeden Fall den Marker. Da brauche ich noch ein bisschen Tauwerk. Vier habe ich noch. Vier Stöcke habe ich noch. Genug. Das heißt, da können wir auch noch mal ein bisschen Tauwerk machen. So ungefähr. Wilson, wie schaut's eigentlich aus? Hunger? Geht noch, ne? Okay, ein Fleisch bisher.
Dauert ein bisschen länger. Na gut, aber ich warte jetzt noch ein bisschen ab hier. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt einfach mal an der Stelle Schluss. Noch ein paar Mangos. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen und wünsche euch noch einen lässigen und sandfreien Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski. Oh oh, da kommt der Sturm.